So, hier gibt es ja ganz klar vermehrt die Auffassung, dass je mehr Muskelmasse jemand hat, desto mehr Testosteron produziert er. Man müsse also einfach nur radikalen Muskelaufbau betreiben, um die Testosteronwerte zu steigern. Naja, so einfach ist es dann doch nicht. Natürlich ist klassisches Bodybuilding über Hypertrophie schon mal besser als gar keinen Sport zu machen und auch besser als bloßes monotones Cardio im aeroben Bereich. Langzeitstudien haben jedoch gezeigt, dass explosives Training im anaeroben Bereich die bessere Wirkung auf den Testosteronhaushalt hat. Nicht je höher die Widerstände, desto besser, sondern je höher der Puls, desto besser. Ideal sind hier explosive Einheiten mit relativ kurzen Pausen zwischen den Sätzen, was ja bekannt ist als hochintensives Intervalltraining. Hast du sicher schon mal gehört. Natürlich kannst du hier auch Gewichte zu Hilfe nehmen, aber oft reicht auch simples Bodyweight-Training aus. Kampfsportarten sind genauso gut, aber auch simple und kurze, knackige Sprintintervalle im Park oder auf einem Sportplatz bei dir nebenan.